Storage. Kommen wir nicht rein. Auch da ist zu. Lockdown, Lockdown. Wunderbar. Was ist das jetzt? Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwas reparieren. Schön. Und wie gesagt, da komme ich nicht rein. Okay, wo sind wir hier? Ist das das vom Anfang? Ich glaube ja. So ein Stift. Der hilft mir allerdings sehr, sehr wenig. Tja. Wo können wir Munition finden? Habe ich eigentlich gerade die Munition weggeworfen? Habe ich das richtig verstanden? Also hätte ich in dem Fall eher nicht gedrückt halten sollen? Schon. Soll sich mal nicht so anstellen. Die Bibel. Ja, die wird dir helfen. Hast du Munition für mich? Du hast nichts? Als ob du einfach nichts hast, außer ein paar christliche Sachen hier. Und dafür habe ich jetzt den Raum aufgesprengt? Für nichts? Das ist hart. Ich gehe zurück. Ich glaube, wir werden uns jetzt hier einschließen und hier einfach den Lebensabend verbringen. Hat jemand was dagegen? Ich hoffe nicht. Okay, danke. So, also wir brauchen dringend Munition, weil sonst kommen wir nicht weiter. Der Kreis, okay, Mission Storage ist auch rot markiert, Exodus rot markiert. Wofür brauchen wir nochmal Munition? Um irgendwas um die eine Tür aufzusprengen, ne? Dafür brauchen wir Munition, das stimmt wohl. Die eine Tür aufzusprengen, die wohin führt? Zu Reynard, glaube ich, ne? Oh, da ist Benzin. Ha! Ja, da schau an. Ja, ich brauche dennoch... Wie viel Zeit haben wir noch auf der Uhr? Ich darf hier nicht so viel rumsinnlosen, aber wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wir kippen das Benzin jetzt gerade hier rein. Denn dann haben wir wieder ein paar Minütchen. Ups. Zip. So. Okay. Okay, okay. Munition. Wäre ja wirklich mal toll. Aber es ist nicht so leicht zu finden, offenbar. Hier waren wir doch schon, oder? Ja. Fortschritt wurde gespeichert. Ich finde das cool, dass man hier so seinen Safe Zone hat. Okay. Dann gehen wir halt nochmal auf die Suche. Ja, hier kommen wir ja nicht weiter. Das machen wir nicht. So, hier ist jetzt halt auch einiges in die Luft geflogen und so, ne? Was ich jetzt gar nicht mal so cool finde. Liegt hier noch Munition rum? Sind wir okay? Die hat
Atmosphäre wird langsam etwas bedrohlicher. Das gefällt mir natürlich sehr. Nicht. Hier ist noch Stoff. Dann können wir uns so ein Verbandszeug craften, theoretisch. Ich frage mich halt nur... wo es hier lang geht. Aber hier ging es doch zurück, oder nicht? Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Jetzt müssen wir wieder in die Administration kommen, ne? Ach, da habe ich zugemacht. Stunde noch. So, hier kam ich ja gar nicht weiter. So. Ob das was bringt, wenn ich hier die ganzen Löcher verstopfe? Vermutlich nicht, ne? Aber hier ging es nicht weiter. Junge, der rennt aber auch wie sonst was. So sicher, ob das schlau ist. So, hier brauchen wir gar nicht mehr rein. Wo finde ich Munition? Alter, ich hänge. Und warum war bei dem Typi hier, wo wir alles aufgesprengt haben, nichts drin? Das kann doch gar nicht sein. Da war ja ein kleines Patientchen. Ein feines Patientchen, das uns sicherlich nichts tun wird. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein feines Patientchen. Hast du noch irgendwie Munition dabei? Nein? Finde ich ja jetzt undufte. Ich ja jetzt alles gar nicht mal so cool. Wo ist Munition? Wir brauchen Munition auf jeden Fall. So. Tja. Schwierig, wa? Sehr, sehr schwierig. Hier ist nur ein Loch. Du, dir geht's gut. Dir geht's definitiv gut, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich verballe hier gerade richtig viel Zeit. Für nichts. Einfach weil ich nicht weiß, wo wir noch Munition finden sollten, ne? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Habe ich vorhin wirklich... Aber es kann ja nicht sein, dass man die Munition einfach so wegwirft, ne? Weil wir hatten es ja ganz vorhin auch mal nachgeguckt. Und da war es definitiv nicht so. Und auf der anderen Seite haben wir keine Munition verballert. Wir haben ja nichts benutzt. Ne? Wir haben ja wirklich nichts benutzt. Wir haben ja einmal aufs Gas geschossen, das war's. Glaube ich. Vielleicht noch, ja, das eine Schloss haben wir aufgeschossen, aber das war's halt wirklich. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Wo ist Munition, Alter?
Das Problem ist halt, mit Munition fällt und sinkt halt alles, ne? Ich weiß halt echt nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen. Richtung Prison kommen wir nicht. Nach da unten links kommen wir auch nicht. Ins Arsenal kommen wir nicht. Wir müssen halt wahrscheinlich in Reynards Raum kommen. Kann ich dieses Fass, dieses explosive Fass, kann ich das auch anderweitig irgendwie zum Explodieren bringen? Ob das geht? Vielleicht kann ich da was dagegen schmeißen oder so. Glaub zwar nicht so recht, aber süß. Sehr, sehr süß. Wird sich das fast gedacht haben. Was ist das hier alles? Das ist irgendein Mumpitz. Probieren zwar mit dem Stuhl, aber es wird alles nicht funktionieren, oder? Was ist das? Danke. Da drin wird auch nichts Explosives sein oder so. Es ist Zeit für ein Folgenpäuschen, Leute. Ey, ich habe keine Ahnung, wo wir lang sollen. Ich werde wahrscheinlich dann mal irgendwie einen Spielstand laden, wo wir ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir lang sollen. Und letzten Spielstand laden. Warte mal, ich gehe mal zum Hauptmenü. Und jetzt frage ich mich, ob wir verschiedene Spielstände laden können oder immer nur den letzten, weil das wäre ziemlich kacke. Weil, ne, wie gesagt. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Spiel laden. Wir können tatsächlich nur den letzten machen. Oh, ist das bitter. Weil ich habe halt, wie gesagt, keine Ahnung. Ach, guck mal, wir haben verschiedene Zeiten. Das ist natürlich sehr viel wert. Das ist ja überhaupt nichts wert. Das ist ja alles innerhalb von einer Sekunde. Minute, meine ich. Ja, stark. Also wir brauchen auf jeden Fall Munition, anders wird es nicht gehen. Ohne Munition keine Chance. Oder? Das ist jetzt halt dieser Punkt, den das Spiel gemeint hat. Haben wir nicht noch eine Granate? Ich muss gucken, wenn wir noch eine Granate haben, bin ich ein Idiot. Das muss man dann wohl so sagen. Oh, ich muss schauen. Es könnte sein, dass wir noch eine Granate haben. Falls ja, bin ich wirklich ein Idiot, weil ich gar nicht daran gedacht habe, dass Granaten existieren. So, wir drücken eine Taste. Ah, schön wieder hier zu sein. Okay, das können wir zusammen machen. Dann haben wir einen Verband und wir haben wirklich noch eine Granate. Und das bedeutet natürlich, dass ich ein absoluter Depp bin. Uns jetzt in eine missliche Lage gebracht habe, ohne Not. Aber es macht überhaupt nichts. Wir werden das einfach mal ganz laissez-faire managen. Und ich laber einfach mal über die gruselige Atmosphäre hinweg. Was soll's? Wir nehmen jetzt diese Granate. Und dann machen wir so und dann so. So, und hier haben wir einen Brief und den lesen wir gerne. Überlegung zum Motiv von Mr. Fournier. Ich will einige Worte zu Ihrer Untersuchung der Tunnelsabotage verlieren.
Ihre Annahmen sind richtig. Schnappen Sie sich zuerst jene, die diese Gerüchte über Magie und Teufelei in den Tunneln verbreiten. Sie haben offensichtlich bereits seit Wochen über Sabotageakte nachgesonnen. Oh. Greifen Sie auf alle notwendigen Mittel zurück, um Ihnen Geständnisse zu entlocken. Dieser Verrat darf nicht ungesühnt bleiben. Aha. Cool. So, ist hier noch irgendwas Sinnvolles? A glass of wine? Wen? Und Major Blanchet. Reynard, ich will, dass Sie nachts persönlich für Sicherheit in den Tunneln sorgen. In den letzten zwei Nächten war jemand in den Quartieren unterwegs, obwohl keine Patrouillen angesetzt waren. Ich toleriere keine weiteren Sabotageakte. Machen Sie Delise ausfindig, falls eine Notabschottung notwendig wird. Er verwahrt die dafür notwendigen Räder in der Umkleide. In der Umkleide? Delise in der Umkleide. Okay. Vermutlich müssen wir in die Umkleide. Habe ich das richtig verstanden? Oh. Das war so nicht gewollt. Okay, wo ist die Umkleide? Wo ist die Umkleide? Wo ist die Umkleide? Wo ist die Umkleide? Umkleide. Ach, das ist das Ding. Stimmt. Mission Storage. Was haben wir hier? Leere Flasche. Eine leere Flasche, die sich werfen lässt. Okay, cool. Besser als nichts. Und ich habe ein bisschen Aua bekommen von der letzten Sprengaktion. Und hier ist natürlich auch nichts Besonderes drin. Wie lange haben wir noch Zeit? So gut wie gar nicht. Oh, shit. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Das heißt, wir brauchen jetzt Benzin. Wir müssen in die Umkleide kommen. Die ist ja zum Glück nicht weit weg. Ja, ist ja gut. Komm, bevor du mir jetzt hier die ganze Zeit rumholst, machen wir halt mal hier Heilung. Die ist zum Glück nicht weit weg. Das heißt, wir sollten da eigentlich relativ fix hinkommen. Die Frage ist nur, wie wir sie aufkriegen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Auch wenn wir natürlich Gefahr laufen, jetzt auf das Monster zu treten. Ich speichere nochmal kurz. Und dann gehen wir raus. In die Dunkelheit des Bunkers. Tja. Ich mach mal das Glasel Wein auf die 1. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Umkleide. Oh, guck mal. Ach, schau mal an. Psst. Oh, Junge, es ist nicht gut. Benzin ist gut. Das ist gut. Junge, da steht eine Lampe hinter meinem Monitor. Angst vor ihr. Weil sie ist da und sieht so aus, als würde sie immer meinen Bildschirm gucken. Okay. Aha. Interesting. Warte mal, ist das ein Hinweis? War das ein Hinweis? Die haben so ein Brecheisen und machen hier so ein Gitter auf. Das könnte ein Hinweis sein, wie wir im Weinkeller weiterkommen. Oh. Oh. Ach, wie geil. Also wir haben Delise... 1818. Jetzt können wir hier die ganzen Schränke aufmachen. Wie cool ist das denn bitte?
Okay, also bitte einmal die 18, 18. Und da finden wir so ein Rad, das wir brauchen. Fortin. 5, 9, 5, 8 vermutlich. Wo sind wir? Monsieur Fortin. 5, 9, 5, 8. Benzin. Warum nicht? Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Besonders 9th of Benzin. July. I do not know the time, but dusk has fallen and still, of course, no word. When I asked the sergeant, he shrugged, as if I was asking about when it might next rain. These fools around me, laughing, drinking, arguing. Do they know what I've done? Do they suspect it? I feel they must all be guilty of something. And yet, they laugh, drink. Argue. God knows what I've done. I wonder if his judgment could be worse than my own. Was hat Henri Clément gemacht? Ihr erinnert euch, das war der Freund vom ganz am Anfang. Der. Wir haben ein Problem. Ich muss Licht anmachen. Denn es hieß ja, dass das Monster Licht nicht mag. Hallo? Nicht wahnsinnig. Oh. Kommt der jetzt? Got introduced. Ja, leider nicht ganz. Ich habe nur gehört, aber nicht gesehen. Schade. Na gut, aber wir sind weitergekommen und das freut mich auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir gehen in der nächsten Folge oder in der nächsten Aufnahme besser gesagt. Dann. Wohin? Wir haben jetzt diesen kleinen Kringel dabei, Mission Storage. Ne, das Rad gefunden. Und damit dürften wir in die Soldier Quarters kommen, also in die Soldatenquartiere quasi, wenn man es einfach mal so übersetzen kann. Okay, interessant. Und das mit dem Storage ist natürlich mega cool. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo noch Soldatenmarken finden, können wir deren Codes nehmen, um ihre Spinte aufzuschließen. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Sehr interessant. Noch haben wir keinen Feindkontakt gehabt, keinen richtigen. Wir haben also ein paar Tschähnchen gesehen, haben ihn jetzt gerade eben gehört, aber nicht wirklich sehen können. Ich bin mal gespannt, wie es hier noch weitergeht. Und ob es nur diese Map ist, die wir hier sehen, oder ob da noch mehr kommt. Mal schauen. Aber vielleicht ist das ja auch das Spiel. Ne? Hier durchzukommen und dann irgendwie den Ausgang zu erwischen später. Ich bin gespannt. Das war die erste Aufnahme von Amnesia The Bunker. Gefällt mir soweit ziemlich gut, aber ich wurde auch noch nicht irgendwie hart rangenommen. Von daher alles okay. Ich bin noch sehr, sehr entspannt und locker und gelöst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin gelöst wie ein Sudoku. Zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, sagt euer Frittenfriseur.